Hallo allerseits. In diesem Video wird erklärt, wie Sie Windows 10 zurücksetzen, das heißt das System in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Dies ist in der Tat derselbe Vorgang, bei dem Windows neu installiert wird, nur ohne die Verwendung zusätzlicher Laufwerke. Alles, was dazu benötigt wird, nämlich das Wiederherstellungs-Image, ist bereits im System vorhanden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie Windows 10 ausführen und es aufrufen können, hat es gerade erst angefangen, fehlerhaft zu funktionieren. Sie können Folgendes tun. Gehen Sie zum Menü Optionen, Updates und Sicherheit, Wiederherstellen. Stellen Sie den ursprünglichen Zustand des Computers wieder her und klicken Sie auf Start. Sie können die Funktion Meine Dateien speichern oder Alle löschen auswählen. Wenn Sie die Funktion Meine Dateien speichern verwenden, speichern Sie das System, Dokumente und andere Benutzerdateien. Gleichzeitig werden jedoch alle Programme gelöscht und müssen neu installiert werden. Wenn Sie die Funktion Alle löschen auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie alle Datenträger oder nur den Datenträger löschen möchten, auf dem Windows installiert ist. Wenn Sie mehrere Datenträger haben, in einem Fall zum Beispiel nur einen Datenträger. Im nächsten Fenster können Sie die Funktion Meine Dateien löschen oder Dateien löschen und Datenträger löschen auswählen. Wenn aus der Innen niemand Ihren Computer verwendet, ist es besser, Meine Dateien einfach löschen zu wählen. Der zweite Punkt ist, die Festplatte zu reinigen, damit die Dateien nicht wiederhergestellt werden können. Diese Methode ist sicher, wenn der Computer von einer anderen Person aus der Innen benutzt wird, aber dieser Prozess dauert länger. Wir wählen eine dieser Optionen, zum Beispiel Meine Dateien löschen. Außerdem müssen Sie nur noch auf die Schaltfläche weiterklicken und warten, bis das System automatisch neu installiert wird. Der Computer wird mehrmals neu gestartet, das heißt, dies ist der gleiche Vorgang wie bei der Neuinstallation von Windows. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Daumen hoch, alles Gute, tschüss.